Ja, dann wollen wir mal gemeinsam mit Julius, der einer der Game Designer von diesen neuen Projektgruppen ist, reinschauen, was die Leute momentan so machen. Zum Beispiel wieder Michi hier, der gerade am Concept Art arbeitet für ein... Für einen 2D-Jump-and-Run-Shooter. Das wird ganz Interessantes und ja, das sind wirklich schon recht gute Musik. Das heißt, das soll mal dann eine Spielfigur werden, sozusagen. Ja. Okay. Wie lange arbeitest du jetzt schon dran? Seit einer Viertelstunde. Okay, also dann macht schon mal recht flott. Okay, was kann man immer noch so? Der junge Mann da drüben zum Beispiel. Ja, das ist der Alex, der ist Producer seines Zeichens und der arbeitet gerade an Zeitplänen für das Projekt. Was haben die Zeitpläne für eine Aufgabe? Naja, es ist ziemlich wichtig, dass alle wissen, wann sie Deadlines haben, wann sie mit ihren Sachen fertig sein müssen und er koordiniert das Ganze als Producer. Alles klar. Ja, was gibt's noch so? Ja, das ist der Christoph, der zweite Designer in unserer Klasse. Und der arbeitet gerade an seinem Design-Dokument für sein Spiel. Ja, was ist im Design-Dokument? Naja, also im Design-Dokument steht alles drinnen, was für das Spiel wichtig ist. Vom ersten Konzept über die Steuerung, die einzelnen Einheiten, wenn es welche gibt, bis zu einem Art-Guide und... Das heißt, wenn ich als Grafiker keine Ahnung habe, was ich machen soll, schaue ich in sein Factsheet hinein und da steht dann so, das ist dein Job und macht das? Ja, okay. Soll es so sein. Ah, alles klar. Ja, wir werden dann später eh noch im Verlauf dieses Videobox ein bisschen in die Details gehen, aber ich glaube, schon Maxi wird mal geliebt davon. Ja. Ja, dann haben wir hinten noch eine Grafikerin, die sehe ich. Was macht die? Weißt du? Ja, die zeichnet gerade ein Artwork für ein angefangenes Brettspielprojekt im Steampunk-Stil und das schaut schon recht gut aus. Ja. Okay, und was ist das? Ah ja, das ist schon ein 3D-Modell von dem 2D-Jump-and-Run-Shooter. Also so werden in die Richtung die Charaktere ausschauen. Das Ganze halt dann noch stark verkleinert, aber da kann man schon einige Details erkennen. Das heißt, die Komplexität einer Computerspielentwicklung wird hier am Games College deiner Meinung nach schon halbwegs vermittelt oder siehst du schon? Ja, auf jeden Fall. Wir haben alle unsere eigenen Jobs, wir wissen, was wir zu tun haben und wir müssen praktisch arbeiten. Das ist im Prinzip die ideale Vorbereitung. Okay, dann würde ich sagen, für diese Woche mal danke und see you next time on the station.